Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es tut mir erstmal leid, dass meine Stimme sich immer noch mega mäßig krank anhört. Ich habe immer noch sehr hohes Fieber und ich bin echt übelst One-Shot. Aber ich habe heute trotzdem etwas richtig Fettes für euch mitgebracht, und zwar das Spiel Doom. Jetzt werden sich wahrscheinlich richtig viele fragen: Lol, Anton, wie kommst du jetzt schon an das Spiel ran und so weiter? Es kommt doch erst im Mai raus. Wie kannst du es jetzt schon 2 Monate vor Release uns zeigen? Ganz einfach, Leute. 3 deutsche YouTuber wurden nach London eingeladen zum Event, um das Game zu testen. Und wer sind die 3 deutschen YouTuber? Zum einen Gronkh, den habe ich auch dort das erste Mal kennengelernt. Ein richtig korrekter Kerl, und das trotz 4 Millionen Abos, richtig bodenständig. Und noch mit Muscle Scorpion, mit meinem besten Kumpel, war ich dort. Und wir hatten so unglaublich viel Fun, als wir da 3 oder 4 Stunden insgesamt das Spiel spielen durften. Es war auch eine sehr lustige Konstellation. Das hätte ich mir, glaube ich, niemals vorstellen können. Viscabasa, Master Scorpion und Gronkh spielen gegeneinander oder miteinander. Wir haben sogar nachher noch Multiteam gespielt, den Koop-Modus ausprobiert und so weiter und so fort. Das war echt eine echt coole Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hatte hier auch einen unnormal krassen Start, Leute. Ich glaube, direkt mit 6-0 habe ich hier begonnen. Und es war auch die allererste Runde, die ich jemals hier Doom gespielt habe. Und ich dachte mir einfach: Komm, Anton, zeigst du die erste Runde, weil du auch so im Laufe der Runde einfach so gecheckt hast, wie das Game so funktioniert und so weiter. Ich wusste zum Beispiel am Anfang gar nicht, dass man sich recovern kann. Bei Call of Duty kann man sich ja ganz normal recovern. Nach 10 Sekunden oder so hat man wieder 100% Leben. Aber hier, wenn du angeschossen wirst und nicht die Gesundheitsgegenstände aufsammelst, dann bleibst du einfach bei deinem Schaden, den du davor auch bekommen hast. Also, keine Ahnung, manchmal hat man nur noch einen Punkt Leben quasi. Das seht ihr nämlich unten links an der Gesundheitsanzeige. Und wenn du da keinen Gegenstand aufsammelst, dann wirst du quasi von einem Windzug weggehauen. Und ich muss sagen, Leute, erstmal so vom Optischen, von der Grafik erstmal etwas dazu zu sagen. Ich werde natürlich auch sehr viel aufs Aiming eingehen, aufs Movement, ob es fast-paced ist und ob es mir einfach so gefallen hat vom Spielflow. Auf jeden Fall von der Grafik, ihr seht es ja schon, es ist sehr detailliert und so richtig nice. Und ist aber auch sehr brutal, finde ich einfach. Es ist was ganz was anderes als irgendwie COD, wobei jetzt in Black Ops 3, da fliegen auch Köpfe, Hände und so weiter. Aber das Game ist echt richtig krank, brutal, Alter. Das ist echt nicht mehr feierlich. Und ich kann euch auch heute leider nur den Multiplayer-Modus zeigen. Es gibt zwar noch andere richtig geile Features in dem Game und Spielmodi und so. Und ein was würde ich euch echt extrem gerne verraten, weil das habe ich mir persönlich schon immer in COD gewünscht, weil das, keine Ahnung, das revolutioniert einfach so ein bisschen so das Shooter-Game an sich, und es wird dann nie langweilig und das ist einfach unnormal, vor allem wenn man so mit Freunden und so zockt. Aber ich kann es euch leider nicht verraten, Alter, so schade. Aber bald, ich werde noch ein zweites Video zu dem Game hochladen, so circa in 2-3 Wochen. Und dann werdet ihr es dann dort sehen. Auf jeden Fall, Leute, wurde ich hier gerade absolut annihilated von dem Dämon. Der ist richtig overpowered. Der hat so 300 oder 400 Leben. Also das 3- oder 4-fache vom normalen Wert. Also es ist echt nicht einfach, den irgendwie down zu schießen. Man muss da mit seinem kompletten Team auf ihn drauf schießen, damit er irgendwann down geht. Aber der erscheint zum Glück nur 1 oder 2 Mal in der Runde. Da muss man halt einfach das Gegenstand, das ist so ein Zeichen, vielleicht sieht man es auch bei dem Gameplay, muss man aufheben, und dann ist man halt der Dämon. Das ist quasi total random. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Killstreak oder so, die man erreicht. Also jeder kann einfach mal Dämon werden. Und ja, ich zock hier mit dem schweren Sturmgewehr als Erstwaffe. Als Secondary hatte ich noch eine Shotgun dabei. Das war einfach hier so eine Standardklasse. Man konnte auch beim Event leveln und dann irgendwann sich eigene Klassen erstellen, aber da gab es halt auch nur eine begrenzte Auswahl an Waffen und so. Ist halt klar, das Spiel befindet sich noch in der Beta. Die Beta beginnt übrigens im April, Leute. Ihr findet die ganzen Infos und so in der Videobeschreibung und könnt ihr euch einfach mal eure eigene Meinung über das Game bilden, wie es euch denn so gefällt und so, und einfach einen Kommentar schreiben. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, einfach auschecken in der Videobeschreibung. Und ihr seht es auch schon, ich destroy echt die Gegner unnormal. Ich wusste am Anfang nicht mal, weil es einfach die erste Runde war, wie die Waffen so funktionieren, ob ich überhaupt ins Ironsight kann und so weiter. Deshalb habe ich am Anfang immer nur aus der Hüfte geschossen. Aber mit den meisten anderen Waffen schießt man auch fast immer nur aus der Hüfte. Und ihr seht es auch schon, die Gegner, wie soll man das vergleichen? Die Gegner nehmen nicht so viel wie in Halo, aber auch nicht so wenig wie in Call of Duty. Das ist so eine kleine Mischung. Also ich habe direkt gesagt nach 5 Minuten: Alter, Leute, das Game ist
eine Mischung aus Call of Duty und Halo. Und was mir am meisten gefallen hat an dem Spiel, dass es so extrem fast-paced ist. Also es ist überhaupt nicht langsam oder so. Und es ist einfach total actionreich. Wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb, weil ich war immer einer, ich wollte nie andere Shooter spielen, außer Call of Duty. Und ab und zu habe ich jetzt in letzter Zeit noch Halo gezockt bei meinem Fitnesstrainer. Das hat auch immer richtig viel Spaß gemacht. Aber sonst hat mir einfach nie irgendwie was gefallen. Keine Ahnung. Aber das Game, das werde ich mir absolut sofort holen, wenn es rauskommt. Auch ich habe es auch gerade eben schon Kiwi gezeigt und so. Der meinte auch direkt so, oh mein Gott, ist das geil und so. Also ja, einfach echt nice. Und ihr seht auch hier gerade, wie das funktioniert mit den Stellungen einnehmen. Das ist nicht so wie in Hardpoint, dass man einfach schnell reinflutscht und dann ist es direkt eingenommen ist. Das ist so zu vergleichen wie mit einer Herrschaftsflagge. Also es dauert schon ein bisschen länger und es ist auch echt intens. Schaut mal, Leute, oben links, wie knapp es denn ist. Ich glaube, ich stehe sogar, ja, 148 zu 150 Stands. Und was ich halt echt am geilsten finde, einfach auch an dem Game, abgesehen davon, dass es so fast-paced ist, ist einfach dieses Gunfight-Feeling. Man ist, wie gesagt, nicht so lange im Gunfight wie bei Halo, aber auch nicht so kurz wie bei Call of Duty. Bei Call of Duty ist es einfach so, wenn du einen guten First Shot hast, dann ist der Gegner meistens auch down. Aber hier musst du einfach länger draufbleiben. Und da ich einfach so ein Aiming-Fetischist bin, hat das Spiel mir so unglaublich gebockt einfach. Und ja, ihr seht es auch hier schon. Ich habe hier direkt 16 Kills gehabt. Ich habe hier die Gegner sowas von outslayed. Hier im Gegnerteam war, glaube ich, in der Runde der Gronkh und noch ein paar andere internationale YouTuber, ein paar Englische, Franzosen, Spanier und zum größten Teil waren das auch CSGO-YouTuber. Man hatte nämlich dort beim Event die Auswahl, mit Controller zu spielen oder mit Maus und Tastatur. Und die CSGO-YouTuber haben natürlich direkt mit Maus und Tastatur gespielt und hatten da teilweise so krankes Aiming, da hatte man schon einen Nachteil mit Controller. Aber da es hier die erste Runde war und jeder sich erstmal so einfinden musste, hatte ich eigentlich sogar fast einen Vorteil, ohne Scheiß, weil der Modus einfach so ähnlich zur Stellung ist. Ich hab mich so wohl gefühlt in meiner Slayer-Rolle mit der AR und so. Und ja, hier, an der Stelle von dem Gameplay, dachte ich mir so, ey Anton, du bist Competitive-Spieler, du bist Pro-Gamer, du musst dir den Sieg noch einfahren. Und ja, jetzt habe ich sehr angefangen, Objective zu spielen. Ich habe dann sogar auch Marcel gesagt, Marcel, komm, lass, oh, hier habe ich den Gronkh geholt, Alter. Hier sieht man's, Groom war sein Gamer-Tag. Ich habe zu Marcel gesagt, Marcel, komm, Alter, lass auf Sieg spielen und so. Marcel sagt so, nein, Mann. Und ja, ich habe ihn dann überredet, aber ja, ihr seht es dann gleich, ob wir den Sieg noch geholt haben. Und ja, vom Movement, Leute, man kann nicht so hoch springen wie zum Beispiel in Halo und Call of Duty. Ich vergleiche das Spiel einfach sehr gerne damit. Man kann jetzt diesen Doppelsprung machen, aber der ist nicht so hoch wie in Black Ops 3 mit den Thrusten oder so, weil da kann man auch sehr hochkommen, oder in Advanced Warfare, um Gottes Willen. Das Spiel sieht zwar auch ziemlich futuristisch aus, aber es ist eigentlich sehr, sehr klassisch. Ihr seht's ja, man kann zwar scuffen und so, aber eher so wie in Black Ops 2. Damit kann man es eigentlich sehr, sehr gut vergleichen. Also wenn man diesen Doppelsprung macht, dann kommt man echt kaum in die Höhe. Das macht man eigentlich nur, um irgendwie auf irgendwas kurz drauf zu klettern oder so. Es gibt so noch ab und zu so Stellen bei Maps, wo man so extrem so in die Luft hochkatapultiert quasi wird. Aber sonst befindet man sich meistens immer sehr, sehr am Boden und ja, hat einfach richtig geile Gunfights so mit den Gegnern und so. Und diese Pfeile, Leute, die zeigen, wie gesagt, immer, wo das nächste Hardpoint ist. Und ja, da laufe ich jetzt auch hin, weil ich habe gemerkt, oh fuck, Alter, es könnte richtig, richtig knapp werden und richtig belastend. Hier 238 zu 229, oh shit, ey, das wird richtig knapp. Auf jeden Fall, Leute, das Event dort war übelst nice. Dort waren, ich glaube, insgesamt 30 Stations oder so. Ich habe es euch ja schon so ein bisschen im Intro gezeigt. Ich habe so eine kleine Montage für euch herangeschnitten, wie das dann dort alles so war, damit ihr euch so einen Einblick machen könnt. Und ja, das war's dann auch schon von dem Commentary. Ich werde noch ein zweites Video zu Doom hochladen, wo ich euch ein anderes, richtig sickes Feature zeige. Aber da müsst ihr euch noch so ein bisschen gedulden, das darf ich leider nicht, weil man sich halt an die Regeln halten muss. Okay, das Spiel endet hier mit einem 250 zu 242. Marcel und ich haben hier am Ende noch die Base erobert und den Sieg gesichert. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, Leute, ich würde nie irgendwie Werbung machen für ein Spiel, was echt kacke ist, aber das Game ist echt richtig, richtig nice, muss man einfach so sagen. Und vor allem, wenn ihr so Gunfight Fans seid, dann kann ich es euch nur empfehlen. Okay, also haut rein, bis zum nächsten Mal.